Hello. Liebe Charlotte, ich freue mich so, dass ich deine wunderschöne Ausstellung bewundern darf. Und ich sage bewusst wunderschön, weil sie mich zutiefst berührt. Und ja, ich freue mich auch, dass wir eine ganz, ganz tolle Online-Führung machen, weil wir damit auch anderen Menschen zeigen wollen, was hier eigentlich geschieht. Ja, was hier geschieht, was in Europa geschieht, was in Afrika geschieht und in diesem Transit. Und genau, ich finde dieses Bild so toll und möchte dich bitten, kannst du uns erklären, also ich sehe ein Schiff und ich sehe einen ganz, ganz tiefen Himmel und ich sehe sowas wie, wow, es geht los, wenn ich das anschaue. Warum hängt es hier am Eingang? Das ist ein Stimmungsbild für mich zum Reinkommen. Das Bild ist, also von den Lichtverhältnissen her, ist relativ dramatisch. Also der Himmel war auch sehr stark bewölkt und es ist am frühen Morgen, die Sonne knallt auf diese Fähre. Und diese Fähre ist halt so magisch für die Kinder und Jugendliche, die in Melilla versuchen, sich darin zu verstecken, um nach Europa zu kommen. Und deswegen stehen wir das geeignet. Magst du uns nochmal den Titel deiner Ausstellung sagen? Les Enfants de la Frontière Sud. Ich war zum ersten Mal 2009 dort und von Melilla kannte ich nur die Tatsache, dass es eine spanische Exklave in Marokko ist und damit ein Stück Europäische Union auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich kannte diese Bilder aus den Medien mit subsaharianischen Migranten meist, die versuchen über den Zaun zu oder über die Zäune zu gehen, aber mehr kannte ich nicht. Und damals habe ich, 2009, habe ich auch keine Kinder auf der Straße gesehen in Melilla. Die waren schon da, aber mein Blick war noch nicht so reif dafür wahrscheinlich. So, dann bin ich erst 2015 wieder hin und dann hat das so angefangen. Also als ich einige von diesen Jungs kennengelernt hatte, habe ich angefangen, viel Zeit mit ihnen zusammen zu verbringen, ohne zu fotografieren. Und dann habe ich gegen Ende meines Aufenthalts erfahren, dass ein Junge ums Leben kam aus dieser Community und dementsprechend waren alle geschockt. Also er war 17 Jahre alt, Osama, und er ist von einer Klippe runtergefallen und dabei ums Leben gekommen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich will jetzt versuchen, also ich kann das anbieten an den Jugendlichen, ob sie Lust haben, Porträts zu machen mit mir. Und einige haben zugesagt und es war sehr wichtig für uns, das zu machen. Ich glaube, wenn man reinkommt, sieht man zuerst dieses Bild von Oma. Aber das sind kleine Einzelteile, das sind kleine DIN-A3-Blätter, die sich zusammensetzen zu einem Bild. Und so sind die alle Bilder, die hier unten in der Halle gezeigt werden. Was erzählt dieses Bild? Was erzählt das Antlitz von Oma? Ich sehe auf seiner Hand Mama stehen. Und es könnte auch Oma sein. Und ich sehe eine Entschiedenheit, ein tiefes Wissen. Ja, aber für mich auch, also ich sehe einen Kontrast zwischen der Geste, die sehr entschieden ist, sehr nach vorne gerichtet und seinen Blick, der eigentlich auch schon sehr zerbrechlich ist oder so Wunden zeigt. Und diese Gesichtszüge sind ganz zärtlich, also er ist noch sehr kindlich. Ja, das stimmt. Es ist eine Entschiedenheit, vielleicht auch durch diese Geste und gleichzeitig... Und nach Mama rufen natürlich. Ja, schutzbedürftig vielleicht. Ja, und für mich also passt ja dann auch der Kontrast so zu den Bild gegenüber, wo auch also mit Hände und Körperhaltung kommuniziert wird. In den Texten finde ich sehr erstaunlich, dass die Jugendlichen erzählen, eigentlich ausnahmslos, dass sie losgehen, um etwas zu suchen, um ihr Leben zu verbessern. Und viele sprechen sowas an wie eine Ausbildung, ich möchte etwas lernen, ich möchte für mich selber aufkommen, ich will meiner Familie helfen. Also für mich sind das so Themen, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt haben
und vielleicht hier, wo wir uns gerade befinden, vielleicht nicht unbedingt in dem Alter schon so bewusst sind, mit zwischen 10 und 13 zu sagen, ich will Geld verdienen, um meiner Familie zu helfen. Also es ist ja ein zutiefst menschliches Anliegen, in die Migration zu gehen und ins Ungewisse zu gehen. Ja? Ja. Und gleichzeitig auch noch ein Kind zu sein und schon auch bereit zu sein, ich werde erwachsen, ich gehe los, ich übernehme die Verantwortung für mich und meinen Weg. Das finde ich, ist eine sehr, sehr starke Geste. Das ist eine sehr starke Geste. Und es ist, also ich finde auch, also für mich war das immer auch sehr wichtig, diese Frage. Sie sind Kinder und gleichzeitig sie sind erwachsener als ich zum Teil. Also sie haben mit 14 oder 15 schon so viel zu mir zu erzählen und mir beizubringen, die jetzt 40 geworden sind. Und wenn sie dann nach Spanien kommen oder Frankreich, Deutschland, sie müssen wieder zu Kinder werden und das geht nicht ausnahmslos gut. Warum müssen Sie denn wieder Kinder werden? Warum ist das so wichtig? Weil den Status als Kind, als Minderjähriger im Allgemeinen ein geschützter Status ist. Und Sie sind darauf angewiesen. Also wenn Sie dann eben nicht mehr Kinder sind, nicht mehr minderjährig, dann sind Sie dann papierloser Menschen in Europa und wir wissen, was das bedeutet. Genau, und du sagst hier in dem alten Text, Kinder in Gefahr werden zu gefährlichen Kindern gemacht, dass das eine Strategie ist, auch eine koloniale Strategie, um vielleicht auch nicht zu handeln oder Lebensverhältnisse von diesen Kindern nicht zu verbessern. Mich persönlich hat das gerade eben nochmal total auch geschockt, dass da unter anderem steht, dass die Zuständigen, die Behörden, die Politik in Spanien jetzt zum Beispiel sich bewusst entscheidet, nicht zu verbessern, obwohl es gegen die Kinderrechte geht, was ihnen geschieht, weil sie sagen, dann wird es ja verlockender, dann ist der Ruf noch stärker zu kommen. Ja. Und dieses eigentlich müssen sie Kind bleiben und wieder Kind werden, gleichzeitig werden sie aber de facto auf den Straßen werden ja ihre Rechte, vor allem wenn wir jetzt Kinderrechte nehmen, mit den Füßen getreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das ist ein Politikum, ein Eklat. Absolut. Ja. Ja. Ja, das sind jugendliche Kinder, die dich offen anschauen, weil sie ja gesagt haben, du darfst nicht fotografieren, das sehe ich. Und sie spielen teilweise, wir werden es ja noch sehen, ein Bild, was mich sehr berührt hat, was einfach darauf verweist, sie sind zusammen, sie sind in einer Gruppe, sie kümmern sich umeinander und laden dich auch ein und gehen da sofort in das, was ja ihre Intention ist. Ich möchte wohin gehen, in Kontakt treten und mein Leben erweitern, verbessern, wie auch immer. Ja. Und das finde ich total berührend. Und es ist aber gleichzeitig, finde ich, in Kombination mit deinen Texten so schön, dass diese Texte mit erklären, dass es sehr viel zu tun gibt in diesem Bereich. Die Jugendlichen und Kinder erzählen auch in den Berichten fast alle, dass sie Kontakt zu ihren Eltern haben, dass es den Eltern sehr wichtig ist, dass es ihnen gut geht, beziehungsweise dass sie einen guten Weg finden. Ja. Das hat mich auch sehr berührt, dass die Eltern sagen, gut, also da muss ich es noch sagen können, mach es gut. Ist ja auch die Hoffnung womöglich für einige Familien. Oder manche erwähnen auch, dass sie Geschwister oder Verwandte haben in europäischen Ländern und sie dann auch gezielt da am liebsten hin möchten. Und mich hat der Satz sehr bewegt, dass er sagt, ich sehe das in den Medien, dass sie dort gut angezogen gehen und zu essen haben und gut versorgt sind. Mir geht es gar nicht um Kleider, aber ich sehe, es geht ihnen besser, es geht ihnen gut. Also, das sind Informationen, die sie haben, warum sie vielleicht auch ihre Ziele auswählen. Und wo landen sie denn, wenn sie aus, die meisten kommen ja aus Fes oder viele, wo landen sie denn, wenn sie nach Melilla reinkommen? Also sie kommen erstmal von Marokko aus nach Melilla. Die meisten versuchen quasi erstmal in den Heim zu wohnen. Und die Konditionen sind dort so miserabel, dass die meisten, also dass einige sich entscheiden, lieber auszusteigen,
lieber auf der Straße zu leben und dann zu versuchen, eben nach Europa in diesen Ferien zu kommen. Und wenn sie, also die, die es schaffen, die kommen dann meist erstmal auch in Spanien in Kinder- und Jugendheime. Und viele fahren dann nach Norden in anderen Städten oder Ländern. Aber was ich sagen wollte, ich wollte reagieren zu dem, was du vorhin meintest, mit sie sehen auf Facebook und so weiter. Das finde ich nämlich sehr spannend, dass die Haarlager sehr technologisiert sind, sage ich mal. Also sie sind sehr vernetzt. Sie können, selbst wenn sie eigentlich wenige Mittel haben, weil die meisten noch nicht mal ein Telefon haben, finden sie immer eine Möglichkeit, über soziale Netzwerke und Technologie in Kontakt zu sein, Informationen zu haben, die dann auch so wichtig sind. Ja, das ist total interessant. Ne? Ein internationales, technologisiertes Subjekt, glaube ich, steht in meinem Text auch. Ja. Ich komme nachher nochmal dazu, wie die Reise weitergeht. Aber eigentlich finde ich spannend, in dem einen Text taucht auch der ganze koloniale Kontext. Nicht nur diese Ausstellung, sondern der Lebensverhältnisse auch schon der Eltern und so weiter, warum ja die Jugendlichen überhaupt losgehen. Ja, in diesem Alter, um auf eigene Faust sozusagen, unter großem Risiko kann man sagen, ihr Leben ist ja auch manchmal absolut in Gefahr bei dem Versuch, darüber zu kommen. Genau, ich habe zwei Begriffe gegenübergestellt, die Jaulet und die Haraga. Und Jaulet ist wirklich ein kolonialer Begriff und das meinte früher in Marokko, die Kolonialherren haben so die Straßenjungen zugerufen. So, hey, komm mal her. Und sie wurden also von der Kolonialmacht als wirklich die Letzten betrachtet und so behandelt auch. Was ich aber spannend finde an dieser Geschichte von den Jaulet, ist, dass sie auch eigentlich politische subversive Subjekte sind, weil sie dann nämlich in den 50er Jahren sehr aktiv wurden in dem Widerstand gegen die französische Kolonialprotektorat. Ich habe quasi da eine Entsprechung und eine Entwicklung, also in den Haraga, in den heutigen Haraga gesehen, das ist eine Entsprechung, das kann kein direkter Vergleich sein, aber man kann diese Figuren zusammen betrachten und ich glaube weiterdenken. Die Haraga heute sind auch Junge, die infolge von der neokolonialen Weltordnung gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und weiterzuziehen. Und dafür haben sie heute neue Mittel, sich zusammen als Community zu organisieren und zu unterstützen. Und das finde ich unheimlich interessant auch. Ja. Und das finde ich subversiv, also diese Grenzen durchbrennen. Genau, das bedeutet der Begriff, ne? Auch die Grenzen durchbrennen. Genau, nicht indem man hier demonstriert mit Schildern, sondern indem man eine Linie durchgeht. Ja, tatsächlich. So, tatsächlich körperlich. Durch die Grenzen durchgeht. Ja. Ja, absolut. Und ohne Schutz. Ja, genau. Und dann gibt es die wir da auf diesem Weg verlieren auch. Also weil das ist, dieses Bild ist für mich deswegen auch so ein Schlüsselbild, weil dieser Jugendliche, der in der Mitte ist, die Hauptfigur von dem Bild, ist beim Versuch auf die Fähre zu steigen ins Leben gekommen. Und ich hatte ihn zwei Wochen vorher fotografiert, also dieses Bild ist zwei Wochen vor seinem Tod entstanden und ich kam zurück nach Marseille und habe das erfahren und ich hatte noch seine Bilder waren noch unentwickelt in den Filmrollen und deswegen ist es für mich so ein Schlüsselbild geworden. Ja. Außerdem ist es auch so. Es sagt viel. Es sagt sehr viel. Ja. Genau, weil ihn haben wir verloren. Also er ist der Community auch abhanden gekommen. Ja. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir ein Jahr später eine
Art Gedenkaktion gemacht haben für ihn und Emilia dieses Bild dann auch groß plakatiert haben. Das sehen wir später. Das sehen wir später. Das finde ich auch ganz schön. Das ist also auch eine Hommage, die auch der Auslöser vielleicht für das Weitermachen mit dem Porträtieren und dem, wie du ja immer sagst, eine Vernetzung herstellen. Du bist ja ein Teil dieser Vernetzung. Vielleicht kommen wir ja auch noch ein bisschen dazu. Das ist die Hommage für den Jungen, der gestorben ist. Genau, da bin ich quasi ein Jahr später dann nach Melilla gegangen, nochmal gegangen und ich habe mit den, also mit einigen Jugendlichen, die mit Motiv, so hieß er, befreundet waren, haben wir das gemacht. Also das ist quasi das erste Bild und dann ist ein Cut. Ich bin dann einen Monat weg gewesen, ich komme zurück nach Melilla. Und dann sieht es so aus, also die Kids haben ihre Häuser da gemacht und dann kommt die Polizei und verbrennt alles und dann müssen quasi neue Häuschen gebaut werden und innerhalb von wenigen Wochen passieren, also entstehen so wenige Wohnarchitekturen, weil die auch eben immer die ganze Zeit zerstört werden. Die finde ich so aussagekräftig, weil ich sehe ja das Leben in einer Community. Ich sehe, dass Menschen baden oder vielleicht sich waschen. Vor allem hat mich das Bild mit den Töpfen total berührt und ich wollte dich fragen, ob du uns doch noch kurz erzählen möchtest, was das Bild bedeutet. Also für mich war das einfach eine sehr spannende Küchensituation. Mhm. Also da aus, also wirklich mit nichts wird nicht nur eine Kochstelle gemacht, sondern gleich zwei. Und du bist eingeladen worden zum Essen. Ja. Und was hast du mitgebracht? Was hast du beigesteuert? Meist Gewürze, ja. Weil die anderen Zutaten kommen so zusammen. Zwei Sätze sind gerade so in meinem Herzen. Das eine ist, bring das Gewürz mit oder du bist auch eine Zutat in diesem Gericht, was hier gezeigt wird. Und das finde ich so wertvoll, dass du mit deiner Kamera losgehst und in Kontakt trittst und nicht mit der Absicht am Anfang, die Menschen zu fotografieren, aber es wird ja ein Teil dieses technologisierten Subjektes, ja? Und so können wir hier was erfahren und mich finde es auch faszinierend, dass wir demnächst, wenn wir eine Veranstaltung machen, hoffentlich die Jugendlichen und Kinder und auch andere Interessierte über diese Technologie mitmachen können. Also dass der Ort, der bisher nicht gesehen wurde, dieser Kinder nicht gesehen wurde, jetzt sich zeigen kann in vielfältiger Weise. Und mich berührt es, dass es einen Geschmack hat, dass es Gefühle gibt, dass es eine Lust darauf gibt, Menschen kennenzulernen, dass es darum geht, die Hoffnung, sich wohin zu träumen, wie du auch gesagt hast. Ja, die träumen auch viel. Sie spielen auch, wenn es gar nicht nur so witzig ist den ganzen Tag lang. Aber einfach nochmal abschließend, dieser Wunsch, in eine andere Zukunft zu gehen, was sehr riskant ist, du hast auch das Wort risky machen sehr oft betont, das bedeutet, ihr Leben zu riskieren, sich auf dieses Schiff hinauf zu katapultieren oder reinzuschleichen. Ja. Und viele kommen ja auch gebrochen zurück und werden auch verletzt dabei. Also für mich war das auch deswegen von Anfang an klar, irgendwann ich kann diese Bilder auch nicht irgendwie veröffentlichen. Ja. Also es muss auch so ein Raum sein, wo sie eine Möglichkeit haben zu sprechen. Mhm. Weil diese Blicke machen was mit uns. Absolut. So, dafür braucht es Raum. Ja, und ich finde es total spannend, dass die Bilder für sich sprechen und vieles nicht zeigen. Aber das finde ich so gut.
Ja, und dass das aber dann die Einlassungen sind. Also, dass wir jetzt, wenn wir darüber sprechen, wenn wir dich fragen, wenn wir die Jugendlichen später in der Veranstaltung fragen können, dass dann die Geschichte, das Bild sich entwickelt sozusagen. Ja, das ist eine Momentaufnahme, sie zeigen sich. Und dann kann die Geschichte anfangen, auch sich neu zu erzählen. Das wäre für mich die Hoffnung, weil, und ja, das ist, finde ich, auch nochmal wichtig. Es geht ja eigentlich darum, dass das unbegleitete Kinder und Jugendliche sind, ja, die auch einen politischen Schutz brauchen. Und dafür gibt es Gesetze, also da auf der Ebene anzusetzen. Ja. Das hast du ja auch nochmal betont, es gibt eigentlich nur die Ebene plus Netzwerke aufbauen, damit man nicht alleine ist. Ja. Ja, das ist ein super Schluss. Ja. Schön.